Bevor wir anfangen, hier noch eine kleine Ermunterung, was vielleicht auf den ersten Blick schwierig aussieht, ist eigentlich gar nicht so schwer. Mit ein bisschen Übung ist es sicher zu meistern. Und wenn man es kann, ist es ganz einfach. Also, nur Mut. Fangen wir doch erst einmal mit dem Picking-Pattern an, das aus zwei Takten besteht. Wir spielen zunächst nur den E7-Akkord, also die Takte 1 und 2. Beachte, dass wir mit dem Daumen einen Wechselbass spielen, der zwischen A, G und E-Seite wechselt. Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, mit dem Daumen die G-Seite anzuzupfen. Diese Seite gehört aber zum Wechselbass und übernimmt teilweise auch Melodietöne, sofern man überhaupt von Melodie reden kann bei diesem Picking-Pattern. Der zweite Finger der linken Hand wechselt zwischen A- und E-Seite. Übe dieses Pattern so.